Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute haben wir einen Holländer zu Gast. Dankeschön. Und der packt heute mal aus. Nein, Spaß beiseite. Martin, ich hoffe, ich sage den Namen jetzt richtig. Martin. Ja. Ich habe ein paar Mal Martin gesagt, wir haben schon herzlich gelacht. Wir haben uns gerade schon eine halbe Stunde unterhalten wegen deinem privaten Projekt. Also auch ein Oldtimer-Liebhaber, der auch Fahrzeuge restauriert. Aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Wir haben uns gerade darüber unterhalten, dass ich eigentlich nichts gegen Holländer habe, dass ich auch gerne Urlaub in Holland mache. Aber irgendwie in Sache Leichtkraftfahrzeuge haben wir eigentlich nur schlechte Nachrichten aus Holland. Ja, das stimmt. Und das hast du mir gerade so ein bisschen bestätigt. Ja, ne? Ja, das stimmt. Ja, ja. Es gibt ja nur Schrottfahrzeuge zum Kaufen. Ich habe auch ja meinen Caslini-Kerry gekauft in Deutschland. Weil die Fahrzeuge sind eigentlich besser. Ja. Wir sind gerade wirklich zu der Erkenntnis gekommen, vor einem halben Jahr oder so hat mich ein Holländer angerufen und angeschrieben, ob wir aus Stuttgart einen Kerry mitbringen könnten. Den hat er privat gekauft. Ja, was denkt man erst? Ja klar, wieso hast du keinen neuen gekauft? Ne? Aber können wir machen. Und dann habe ich dir, glaube ich, ein Angebot gemacht, was es kostet, wenn wir dich hin und her fahren. Und dann hatten wir keinen Kontakt mehr, weil du hast einen anderen Transporteur gefunden, der war günstiger. Ja, ich habe das günstiger gemacht für mich und da war er auch gleich zu Hause. Und dann habe ich die Kerry angemeldet in den Niederlanden, hatte eine Kennzeichnung bekommen. Eine Kennzeichnung? Ja, das bekommen alle Leichtkraftfahrzeuge in den Niederlanden. Ja, Moment, du hast ja die Original-COC von Casalini gehabt. Ja. Und was hast du dann gemacht? Damit bin ich zum Anmeldeamt, RDW, in den Niederlanden gefahren. Das ist so, wie wir uns die Zulassungsstelle nehmen. Ja, die Zulassungsstelle, ja. Und damit habe ich ein Kennzeichnung bekommen. In den Niederlanden haben alle Fahrzeuge, die fahren, Trecker, PKW, LKW und auch Leichtkraftfahrzeugen, haben ein Kennzeichnung. Okay. Ja, und daarmee heb ik een aangemeld. War een beetje schwierig, maar het had geklapt. Und dann, und du hast aber auch in den Niederlanden dieselben Vorteile wie hier, also zulassungsfrei. Zulassungsfrei, ja. Steuerfrei. TÜV, ja. Und ja, kein TÜV. Kein TÜV, ja. Also dasselbe. Ja, das ist dasselbe. Ja. Und mit der AM-Führerschein kann man das fahren, ja. Okay, ist es bei euch auch AM? Ja, ist ja EU, ne? Ist EU, dann auch der ja, AM? Ja, ja, ja. AM. Und dann, natürlich, irgendwann war das Auto dann bei dir, du hast ihn angemeldet. Ja. Und dann bist du irgendwann hier gelandet, weil du in Holland keine passende Werkstatt gefunden hast, oder? Ja, ich habe in den Niederlanden, in der Nähe von mir zu Hause, eine Werkstatt gefunden, einen Caslini-Vertragshändler. Ja. Und da habe ich ihn dort hingebracht und hatte gesagt, na gut, mit einer Woche ist er fertig. Und nach zwei Wochen habe ich es angerufen und gesagt, na, wie geht's mit meinem Caslini? Und die hat gesagt, ja, schwierig mit Ersatzteilen und wir haben nur eine Bremsleitung gemacht. Na gut, das kann passieren. Ja. Und nach zwei Wochen später noch einmal angerufen. Ich sage, na, wie gibt's? Ne? Gibt's er Neuigkeiten? Nein, schwierig mit Ersatzteilen. Dann habe ich gesagt, gut, ich nehme mit und ich gehe zum Gamma-Fahrzeugen. Nach Deutschland? Nach Deutschland, ja. Okay. Und wie bist du auf uns gekommen? Wahrscheinlich über YouTube dann? Über YouTube, also bist du ein Teil von uns? Ja, ja, stimmt, ja. Aber das Wichtigste ist, die Caslini Kerry ist ja wie eine Ente gebaut, mit einem Chassis. Richtig, und das kann man alles so sehr günstig und gut reparieren. Und auch mal schwer überladen, das ist auch wichtig. Haben wir schon ein paar Mal gemacht, das geht. Ja, ich habe zu Hause auch immer etwas zum Transportieren und da habe ich gesagt, na, so ein Kerry, das gefällt mir. Ich habe mich gerade erschrocken, ich habe gerade unseren Kerry abgeladen mit diesen Hackschnitzeln auf dem Hänger und der Hänger ist voll. Ja. Also ich hätte gerne, also hätte mir vorher einer gesagt, pack mal das von dem Hänger auf den Kerry. Ich hätte gesagt, das passt nicht, lass das. Was aber viel lustiger ist, du hast das Auto vor einer Woche oder zwei Wochen, glaube ich, gebracht zur Reparatur. Samstags, da war ich nicht hier. Ja. Deswegen haben wir uns auch heute jetzt erstmal gesehen. Kam sofort nett ins Gespräch wegen Oldtimer. Kaffee auch an Start. Ja. Das Lustige an der Geschichte, von Holland hierher gefahren, 270 Kilometer. Ja, 240 Kilometer. 240 auf wie viele Stunden? 7 Stunden. Weil ich fahre alleine, ich muss von Dorf nach Dorf fahren und dann die Navigation erneut einstellen. Okay. Weil anders gebe ich eben, die Navigation möchte immer über die Bundesstraße fahren und die, das geht leider. Und die Bundesstraße kann man nicht deaktivieren in den Navis, nee, ne? Nee. So. Also diese Schnellstraßen, ne? Ja, die, ja, richtig. Normale Bundesstraße ist ja erlaubt, aber diese Kraftfahrtstraßen heißen die, ne? Ja. Die sind nicht erlaubt. Da darf man nicht fahren. Ja, ich glaube, du bist einmal versehentlich drauf gefahren. Ja, ja, einmal bei Wesel über die Brücke gefahren. Na ja, gut. Hat Spaß gemacht. Glücklich war die Polizei nicht da. Haben wieder gehupt? Nee, er war ein boos LKW. Er hat gesagt, na gut, geh mal weg. Ja, es geht nicht schlecht. Okay, heute bist du aber nicht mit dem Taxi zurückgefahren, sondern mit Bus und Bahn? Ich bin aus den Niederlanden mit der Bahn nach Lippstadt gefahren und dann von Lippstadt mit dem Bus hierher gekommen. Ja.
Okay. So schön. Ich war halb sieben, war am Bahnhof morgen früh und dann, ja, jetzt bin ich hier. Ja. Also wir fühlen uns da auch wirklich geehrt, auch wenn ihr von weit weg zu uns kommt zum Reparieren. Das macht uns ein bisschen stolz und das spricht eigentlich auch so ein bisschen für unsere Arbeit. Also finden wir wirklich gut. Ja. Und ein großes Ersatzverlager, das ist auch wichtig. Ja. Ja, wir haben eigentlich alles da, soweit da gehabt. Ja. Deswegen, wir können den Kaiserlinienhändler in Holland jetzt nicht irgendwie auf den Kopf dreschen, das wollen wir nicht, machen wir nicht. Wir haben ein großes Ersatzteillager, deswegen konnten wir dich sofort versorgen. Ja. Es stimmt, es gibt Lieferengpässe, die wir aber momentan echt noch gut abfedern können, weil wir immer einen Lagerbestand haben. Dann kommen irgendwann Ersatzteile, dann ist Lager wieder voll, dann kommen wieder keine Ersatzteile. Und deswegen konnte man dein Auto jetzt auch reparieren und alles fertig machen. Mich würde mal brennend interessieren, wir haben ja schon öfters Video gemacht und schimpfen immer die Holländer und Unfallautos und hin und her. Ja. Ist es wirklich so? Hast du auch so ein Auto mal gehabt oder hast du dir welche angeguckt? Weil ich persönlich war noch nie in Holland. Nee, ich habe so 5, 6 angeguckt und die waren dann Schrottfahrzeuge. Muss man in Schweiz arbeiten und dann 7.000, 8.000 muss man drauf zählen, um die Wagen flott zu bekommen. Okay, und das sieht man dann, weil das Kunststoff gerissen ist? Oder was würdest du jetzt der Community empfehlen, dass sie das mitkriegen, wenn es ein Unfallauto ist? Was würdest du jetzt sagen als Laie, daran erkennt ihr, dass es... Nimm einen Mechaniker mit, die man so gut die Mechanik angucken kann und das Chassis angucken, das ist auch wichtig, dass es keine Ölverluste gibt oder so etwas. Ein Probefahrt auch immer wichtig. Ja, ich habe auch zweimal gehabt, da war eine Probefahrt gar nicht möglich, weil die Motor die läuft nicht. Ja, ich habe auch wirklich viele, viele Stories gehört, die wir hier noch gar nicht alle so erzählt haben. Und wir waren in die Norden von den Niederlanden, in den Zuiden, in der Nähe von Rotterdam, so ganz an die Grenze auch. Ja, das war ein sehr schönes Unfallfahrzeug. Ja. Das Problem ist auch, ich würde gerne mal selber nach Holland fahren und mir einfach so die Autos angucken und als Kunde ausgeben, aber wir sind alle hier in der Firma komplett verbrannt. Wenn unsere Gesichter irgendwo auftauchen... Nee, ich kann mir die Adresse geben, das ist gar kein Problem. Ja, aber wenn ich da hinfahre, dann ist vorbei, dann wissen die sofort. Nee, das geht nicht, das geht schon. Ja? Ja. Das müssen wir mal machen. Oder wir machen jetzt hier demnächst, dass wir uns verkleiden. Ja. Hier gibt es auch so Shows, ne? Hier an der Coverboss und dann gucken wir uns mal die Autos in den Niederlanden an. Ja, ich möchte dich mal mit Schnurrbart sehen. Ja, ja. Mit so einer langen Mähne. So. Tatsächlich, ich möchte mich auch gerne mal wieder mit langen Haaren sehen. Das ist ein bisschen ausgefallen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber es gibt ja auch viele Händler in den Niederlanden, die haben die ganze Showroom ganz voll stehen. Und die Fahrzeuge, die stehen so 3, 4 Jahre durch. Ja. Okay, gehen wir mal raus. Das Auto wurde schon draußen hingestellt. Oh, danke. Toll. Du kennst es ja. Gute Service. Wir haben gerade schon drüber gesprochen. Fahrzeug kommt aus Deutschland. Also das kam ursprünglich von uns. Haben wir nach Stuttgart verkauft. Dann hast du es gekauft. Ja. Und der Vorbesitzer hat es echt nicht gepflegt. Ne? Also der wird noch geputzt und gepflegt. Also man sieht, dass der Lack ausgeblichen ist. Und da sieht man an dieser Stelle auch, wenn man den Lack nicht pflegt, dann sieht das irgendwann so aus, ne? Ja, das stimmt, ja. Eindeutig. Ja, ich weiß es gar nicht ganz genau, ich muss auf Rechnung gucken, wir haben einiges gemacht. Ich glaube, Bremse hinten komplett, ne? Komplett bremsen, Achsmanschetten, Service, alles einmal gemacht. Alles. So, die groben Sachen haben wir nicht angefasst, weil du hast gesagt, ey, ich restauriere selber Autos. Ja, stimmt, Jetzt mache ich weiter und jetzt kriegen wir bald Fotos von dir irgendwann, wenn du den fertig gemacht hast. Und irgendwo möchte man auch den Rahmen komplett verzinken. Ja, das ist möglich. Ist möglich. Ja. Ja. Das wäre auch mal eine. Ja, ich habe schon wieder eine Idee. Wir könnten, wenn wir einen Carry bestellen, vorab uns mal vielleicht einen Rahmen schicken oder verzinken lassen. Ja. Dann haben wir auch einen verzinkten Carry. Das könnte man vielleicht in unseren Produktpalette aufnehmen, dass wir den Carry verzinkt anbieten. Ja. Weil das finde ich so ein bisschen. Das ist das einzige Problem, genau wie beim Ente, dass das, der Rahmen, der Chassis. Man sieht, man hat schon den Rostansatz. Wenn die Fahrzeuge neu kommen, kriegen die bei uns so ein bisschen Wachs. Wenn man da nicht dran bleibt und macht ein paar Jahre nichts, dann sieht das so aus, leider. Ja, leider, ja. Weil da fliegt der ganze Dreck auch gegen, ne? Ja, das stimmt hier. Von wann ist das Auto? 2005, glaube ich, ne? 2007. 7. 2000, April 2007. Dann ist das auch noch ein langer, ne? Der wäre dann Nein, ist ein kurzer. Ist ein kurzer. Echt? Das ist einer der ersten, die gekürzt worden sind. Der Carry war früher länger, auf 3,25 Meter oder 3,30 Meter. Oh. Okay. Ich weiß nicht genau, also bis hier ungefähr. Und dann mit der neuen Gesetzesänderung wurden die dann auch abgekürzt, dass wir eine Gesamtlänge von 3 Meter haben, dass ihr jetzt das Problem nicht habt, das freiwillig zulassen zu müssen oder mit dem Führerschein nicht fahren könnt. Also das ist schon die kurze Variante. Okay. Es gibt hier noch die alte Innenausstattung. Es gibt hier keinen Teppich hier. Ja, das wird auch erst später gemacht, richtig. Ja, den bekommt er noch, dass er ein bisschen leiser wird. Aber da haben wir auch lange mit Casalini rumdiskutiert, weil das ist noch nicht so lange. Und wir
Piesacken ja immer so gerne. Ja, ne? Wir stänkern ja immer und irgendwann stehen sie vor der Tür und dann kriegen wir eine Keule auf den Kopf. da haben wir auch lange für gekämpft, dass das ein bisschen gehobener wird bei Casalini. Normal, der M20-Bereich ist super ausgestattet. Beim Carry so ein bisschen haben sie noch geschlafen. Aber der fährt schön ganz gut. Ja, ich finde das auch lustig, dass man auf Achse, die lenkt, sitzt. Ja. Das fährt sich irgendwie komisch. Ja, das fährt sich sehr komisch. Also unbedingt mal herkommen, Probefahrt machen. Das Danke, dass du heute dabei warst, dass wir das Video machen konnten. Ich hoffe, dass du öfters kommst. Ist natürlich kein Problem. Wie viele Stunden fährst du jetzt zurück? Ja, 7 Stunden. Ja. Dann wird es Zeit. Kaffee austrinken, gleich ist 12 Uhr. Gar kein Problem, das Wetter ist schön. Ja. Man muss das genießen, wie man mit meiner Ente fährt. Immer ein bisschen Ruhe, ich genieße. Wir haben uns gerade schon eine halbe Stunde hier unterhalten, wie er das restauriert hat. Jetzt würde es aber das Video sprengen. An dieser Stelle sagen wir auch Tschüss. Wir plaudern noch ein bisschen. Ja, danke schön. Und ich sage mal bis zum nächsten Video. Ciao. Tschüss.